Und hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Monsters. Ja, und ich habe ja, nachdem die letzte Folge so monstermäßig am Laggen war, erstmal mir verschiedene Keys rausgesucht, wie ich jetzt die ganzen Sachen besser bauen kann. Hallo? Habe ich doch gerade gemacht. Gut. Ich hoffe, damit geht das Ganze jetzt besser. Und ich habe die Shader-Mods rausgenommen, denn die haben zu einem Speicherüberlauf bei mir geführt. Und als ich die Folge beendet habe, hatte ich 98% des Speichers von meinen. Hallo? 8 GB voll, einfach nur. Und ich möchte mal gucken, ob es jetzt ohne Shader. Boah. Geht mir auf den Geist. So. So, ob es jetzt ohne Shader geht. Wenn nicht. Wenn es dann immer noch Frame-Einbrüche gibt, dann weiß ich auch nicht weiter. Aber wenn es klappt, dann bin ich sehr zufrieden damit, was mein PC leisten kann. So. Und. Und. Scheiße, ich stehe zu nah dran. So und. So und. Ups. Oh, ich bin schon viel zu hoch. Boah. Okay, ich kann immer noch nicht fliegen. So. Ja, ich habe natürlich die Sachen unten vergessen. Ich möchte es jetzt auf jeden Fall versuchen, ob was klappt. Da sind die. Wo sind jetzt die Windteile? Hier ist der Carbonrotor. Ja, übrigens, meine Figur ist nicht komplett geladen. Ich bitte das zu entschuldigen. Ich weiß nicht, warum die nicht geladen ist. Auf jeden Fall ist sie nicht geladen. So, wo war der Carbonrotor? Oder die Holzrotoren? Habe ich die weggeworfen oder irgendwo hingelegt? Oder sind die einfach nur rausgebackt? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall habe ich hier ein paar Chunkfehler drin. Oder ein paar Grafikfehler, aber das ist noch verzeihbar. So, Kompressor. Hier hatten wir unseren Coal Dust den letzten reingelegt. Genau. Mein Jetpack sollte ich mal wieder aufladen. Und ich würde gerne wissen. Oh. Das Ding sollte natürlich nicht. Ach ja, stimmt, ich habe ja kein Jetpack an. Da dran. Komm, bist du aufgeladen, Jetpack? Ja, schön. So. Dann mache ich mir hier mal einen kurzen neuen. Die Welt ist das ja jetzt auch nicht. Und dann prüfe ich mal, ob das diesmal besser geht. Ob das wirklich an den Teilen lag oder ob das an den Speicherüberlauf lag oder an den Shadern. Ich weiß es ja in Wirklichkeit überhaupt nicht. Ich werde es aber jetzt herausfinden. Und zwar hoffe ich das. Hallo.
Du kommst hier hin. Du wirst jetzt da drauf gestellt und erstmal gucken, ob der da reinpasst. Nein, passt er natürlich nicht. Und der passt da rein und er macht auch 2 EU. Und die Framerate bleibt stabil. Das ist doch sehr schön zu wissen. Ja, dann würde ich sagen, mache ich noch 2 davon. Und danach mache ich den Mars Fabricator. Und dann läuft das Ganze hier rund. Denn mit 16 EU per Tick kann man gut leben. Ja, der andere kann auch einmal hier drauf. Nein, natürlich nicht dahin. Aber zum Glück habe ich eine Wrench dabei. Sondern hierhin. So, macht das Ding noch immer 2 EU? Ja, schön. So, flieg runter, flieg runter, flieg runter. Schön. Und dann werde ich mir wirklich nochmal 2 davon machen. Und dann kann ich eine mittlere Windmühle machen. Auch wenn es nicht so extrem gut ist. Aber dafür brauche ich ja erstmal 2 davon. Das bedeutet, ich brauche insgesamt 8 Windmühlen. Gut. Ich hab's ja. Glaube ich zumindest. Obwohl. Gerade gehen wieder die Zahlen in den Keller. Ich weiß aber nicht warum. Wegen einer Windmühle doch nicht. Hoffe ich mal, nicht wegen einer Windmühle. Das wäre extrem scheiße. Dann müsste ich wirklich irgendwas ändern. Oder ich darf dann halt nur eine Windmühle aufstellen. So, für Windmühlen brauchte man Zinnkabel. Man brauchte Extractor. Man brauchte das, was ich nicht habe. Und das heißt Rubber. Und Rubber brauchte ich, glaube ich, sogar nicht sehr viel. Aber ich brauchte es. So. Haben wir hier noch irgendwas? Ja, da hängt. Ah. Ich kann es gar nicht mehr abbauen. Okay. Aber für einen Generator brauchte man auch nicht so viel. Und ich habe hier noch etwas. So, ich glaube, das müsste reichen. Ja. Ihr könnt auch schon mal da rein. Euch da ein bisschen. Oh, kann es sein, dass die. Nein, die ist nicht überfordert. Gut. Du kannst mal hier noch was reinstecken. Und. Schön. Auch vollgeladen. Die kann man natürlich nicht vollladen. Ja, ist klar. So. Was wollte ich gerade machen? Erstmal Hammer und den Cutter und so weiter auspacken. Denn wir brauchten ja 4 Windmühlen. Es sind 8 Windmühlen. Das bedeutet, wir brauchen 8 Batterien. Muss ich erstmal Zinn auspacken. Und wo haben wir noch Zinn? Da haben wir noch Zinn. Super. Und ich glaube, das reicht erstmal. Wir brauchten 8 Batterien. Das bedeutet 2 Zinn-Ingots plus
platt machen. Dann schön Zinnkabel draus machen und zack, haben wir unsere 10. 8 Batterien brauchten wir nur. Ah, ich und mal wieder meine Zählkunst. Ja. Bei 8 Batterien brauchten wir aber 16 Stück. Das weiß ich. Brauchte 16. Hoffe ich mal, dass ich das so weiß. Sonst wäre es mal wieder Verschwendung, aber egal. Zinnplates. Ja, ich muss die ja noch klein machen. 32. Okay, ich glaube, ich habe zu viel gemacht. Nein, ich habe richtig viel gemacht. So. Du kommst hier hin. Und ihr kommt hier oben drauf. So. RE-Batterie, 8 Stück. Schön. Alles fertig. So, was fehlte uns noch? Erstmal muss meine Empfindlichkeit höher gestellt werden. So, jetzt geht das Ganze auch. Wir brauchten Generatoren. Dafür brauchten wir ein Stack Cobblestone. Ein Stack Cobblestone haben wir hier sogar noch. Was sehr schön ist. Applaus an den Cobblestone. Er war immer für mich da. Auch. Ja. 8 Öfen. Perfekt. Haben wir hier vielleicht noch einen